Also, glaubt ihr, ja, du bist Christian gefangen, oder? Nee. Aber hab. Ah, nee, das kann ich nicht. Ich sag mal so: Die Community von Twitch-Spielern. Nee, ist nicht so weird wie die von Twitch-Spielern. Ich mag die Twitch-Spieler, die ich kenne. Scorpion? Ja, super freundlich. Safari-Visitorin? Cosmo? Ah, ich kenne den Cosmo. Oh, ich hab Missing Name zweimal. Wilhelm. Das ist ein besseres Mario. Was von England rüber schicken. Ja, ja. Was meinst du, so Essen oder so? Einfach Pakete. Also allgemein? Allgemein. So Online-Shopping? Ja. Nein, weil mittlerweile muss man oft Steuer zahlen wegen Brexit. Yeah, I walked into that one. Ja. Also den hätte jeder verwandelt. Nee, meine Mutter schickt mir Sachen ab und zu und ich muss die Steuer darauf zahlen. Und wie lange dauert das so? Oh, keine Ahnung. Vielleicht länger, ne? Wegen Brexit. Ich wäre nicht surprised. Aber ich mache fast kein Online-Shopping. Weil ich habe mir jetzt über Etsy einen GM-Screen bestellt. Oh, also und der behauptet mit DPD zusammen, ja, dass der den morgen losschickt und der in einer Woche genau da ist. In einer Woche? Ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist mega lang, oder? Lang? Oder? Na, mega von England war der, von England? Ja, von England. Achso, ja, das ist mega kurz. Deswegen, ja. Ich denke, ob das passt. Deswegen wollte ich dich fragen, ob du da Erfahrungswerte nee, hast. Nee, ich kaufe nie was Großes online. So. Was? Der UPS-Fahrer, ja? Ihm hat wegen der Krise hat er einfach gestreikt und ist nicht zu ihm gefahren bis heute. Und deswegen hat er gesagt, okay, den fahre ich jetzt mit DPD. Classic. The Queen. Bye bye, tschüss, bis Bio. Zum nächsten Mal. Okay, ciao, ciao. Ciao, MK. Wie viel steht bei euch? Für den Bonky Bonk. Für den Donk Tanky Dank. Was spielt hier Mu? Sora. Das Schlimmste ist, es gibt auf YouTube eine Reihe How to Play Everything in D&D. Da kannst du auch Sora und sowas alles dir angucken, wie du Sora in D&D spielen müsstest. Also, Scheiter, Sorcerer und sowas. Ey, so in Ernst nehme ich das Spiel nicht einfach. Das ist für uns Rollenspiel. Also Roleplaying. Nicht so, ja. Also sie machen natürlich Battles und so, aber wirklich nicht krass. Du bist doch nicht auf Reddit, oder? Eigentlich nicht, nee. Gibt's da gute Tipps? Da gibt es immer so diese, D&D-Reddit besteht eigentlich aus 90%, dass sich irgendein DM über seine Spieler beschwert. Und da hat einer geschrieben, dass er 16 ist und ja, in einer Gruppe spielt,
die alle über 30 sind. Why? Und der ist DM. Nee. Das wäre lustig. Er hat nur erzählt, dass er Spieler ist. Ja. Und dass der Einzige, der noch in seinem Alter war, jetzt weg ist. Ja. Und dadurch haben die angefangen, Sachen zu machen. Ja. Die machen halt sehr viele sexuelle Anspielungen. Oh, shit. Erzählt, die er so, wo er sagt, nee, das geht da nicht und so. Aha. Und dann wollen die auch so Roleplay und sowas alles dann im Real Life mit so Kostüme und sowas machen. Hat erzählt, das ist ganz creepy. Ich hab den irgendwann auch kurz gelesen, weil es mir zu creepy war. Das ist wirklich creepy. Aber. Echt? Hast du den Post gesehen? Welches ist besser? D&D Next. Okay, muss ich mir mal angucken. Ich bin immer nur in D&D-Memes und in DM Academy jetzt. Und das ist immer so, keine Ahnung, Ü40, ich brauche Hilfe, Reddit. Hat einer geschrieben, er kommt darauf nicht klar, einer seiner Spieler terrorisiert die komplette Gruppe. Ich denke mir, Digga, das ist ein Spiel und du bist der DM, wenn irgendein Spieler abfuckt, dann schmeiß ihn raus. Nein, er will denn, dass seine Regeln durchgesetzt werden oder so. Boah, so creepy wirklich. Oh, er freut sich natürlich, geil. Ich hoffe, dass nicht wieder so ein Stau ist wie beim letzten Mal. Ist bei Tim, ne? Ja. Sau weit weg. Ja. Das ist für mich auch immer eine Stunde Fahrt. Tagsüber. Abends ist eine halbe Stunde. Kiste. Kiste. Ja, Kiste aus den Winners. Kiste. So. Komm, wir gehen nochmal raus, Bräser. Yeah, okay, ich mach das später. Ist das wirklich der Pikachu? Er ist es, der Würfelfried. Ist Pikachu eigentlich Sorcerer? Meinst du, er ist Wizard? Ich hab so ein richtiges Brexit-Sum-Thread bei den Thumbs. Keine solche Klappboxen gleich im Real Life einfach. Er gibt ihm die Affenfaust. Warum haben wir nur noch zwei Zuschauer? Was ist das? Pen? Kann ich brauchen von hier fühlen. Thank you.
Digga. Was bin ich da sehend, ey? Ja, was noch passiert? Du wirst grad einfach gewollt. Boah, aber hier, das ist die einfach. GG's. Damit gewinnt Kiste.